Hallo Regina, die Lampe ist endlich fertig und jetzt meine kleine Demonstration, weil auch die hat ihre kleinen Besonderheiten. Du siehst es jetzt schon, ich musste noch einen Kühlkörper drunter bauen. Die wird dann sozusagen ein paar Zentimeter unterhalb der Decke hängen, aber ich hoffe, das sieht trotzdem chillig aus, wenn die dann so da hängt und du kommst trotzdem ganz gut damit zurecht. Weil der Kühlkörper ist dann doch wärmer geworden, als ich erwartet habe, komischerweise. Aber erstmal zur Funktionsweise. Wenn man die einschaltet, dann braucht die ein Stück zum Hochfahren. Du siehst jetzt schon hier an der Kamera, das flackert so ein bisschen durch, ne? Und die ReMF-Charge-Schaltung, die muss ich jetzt erst ein bisschen einschwingen. Bei den hohen Spannungen, hier fahren wir mit über 100 Volt auf den LEDs, ist es ziemlich tricky mit einem kleinen Ferritkern, die optimale Frequenz zu finden, sozusagen. Ne, ich hätte es so machen können, dass er gleich voll da ist, dann hätte er aber mehr Strom gezogen und die LEDs wären noch wärmer gewesen. Und deshalb habe ich mich dafür entschieden, das hier so zu machen, dass die sich erst langsam einschwingt. Das dauert so. Die ist sich jetzt schon eingesprungen. Ist die jetzt schon voll da? Ja, das ist cool. Das ist cool, das mal so mit der Kamera zu sehen. Das sieht man so mit bloßem Auge gar nicht. Also, ich glaube, sie hat sich noch nicht ganz aufgeschwungen. Das müsste es immer schneller und schneller und schneller werden normalerweise. Und dann muss es einmal Blöpp machen und dann müsste sie da sein. Ne, ist ja cool. Krass, das sieht man so mit bloßem Auge gar nicht. Ist ja heftig. Wenn es ändert sich schon, ne? Ah, jetzt geht es nämlich los. Okay. Also, wenn die sehr lange ausgeschalten ist, dauert es etwas länger, bis er sich hochschwingt. Interessant. Okay. Jetzt immer schneller und schneller und schneller. Na, komm, 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 komm. Noch ein bisschen, noch ein Stück, noch ein Stück. Gleich geschafft. Ja, und das ist noch immer noch nicht ganz. Immer noch nicht ganz. Na. Kommt schon. Jetzt. Jetzt ist er hochgeschwungen. Jawohl. Und so sollte das dann im Endeffekt aussehen. Also wenn man mit der Kamera jetzt ziemlich nah rangeht, sieht man die einzelnen Farben ziemlich gut, aber wenn man dann weiter weg geht, ist das ein schönes buntes Licht. Ja, also das nenne ich mal ein Arbeitslicht. Da kommt echt Freude auf. Ich habe das jetzt einen Tag lang bei mir zu Hause als Lampe hängen gehabt. Also ich bin nicht müde geworden, muss ich sagen. Okay, so, das wäre diese Einstellung, wo praktisch alle Lampen jetzt voll da sind. Die bunten Lampen sind jetzt im ReMF-Charger-Betrieb. Die Frequenz ist so hoch, dass es die Kamera jetzt hier nicht mehr mitkriegt. Und wie ich dir gesagt habe, die ist so ein bisschen dynamisch, die Frequenz, ne? Also du wirst das nicht immer mit demselben Takt befeuert, sozusagen. In der Einstellung, also original hat die Lampe ja 60 Watt gezogen. Und in der Einstellung mit ReMF-Charge-Schaltung habe ich sie jetzt auf 33 Watt runterbekommen. Komischerweise wird der Kühlkörper trotzdem noch ziemlich warm. Weshalb ich ja diese extra Kühlkörper da drauf machen musste. Ja,
ist halt jetzt produktionstechnisch bedingt, trotzdem Strom zieht sie fast die Hälfte im Vollbetrieb. Das ist jetzt die volle Einstellung. Willst du es ein bisschen gedimmter haben, ausschalten und gleich wieder einschalten. Dann hast du es in der Einstellung. Und wenn du dann nochmal ausschaltest und wieder einschaltest, in der und dann in der. Also einmal leuchtet es nach drüben, einmal nach der Seite und einmal zu der Seite. So. Und wenn du dann die bunten Lampen wieder haben willst, musst du ein Stück länger auslassen. So 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sekunden. Mal gucken, ob das jetzt schon gereicht hat. Mal schauen. Ja, genau. Und wenn du die ziemlich zeitnah wieder einschaltest, so wie ich dir das gezeigt habe, dann muss ich die RMF-Charger-Schaltung auch nicht mehr voll schwingen. Ne, auch wenn die ausgeschaltet ist, schwingt die dann noch ein bisschen nach. Und deshalb hast du die Lampen jetzt voll da. Also die schwingt sich nur hoch, wenn du sie lange ausgeschalten hattest sozusagen. Da musst du mal eine Minute warten, bis sie hochgeschwungen hat und dann läuft's. Aber ich denke, das dürfte kein Problem sein für dich. Ist vielleicht sogar ein bisschen spaßig. Alles klar. In dem Sinne, ich wünsche dir was. Und bis bald.